Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 20. Juni. Heute habe ich dabei Pokémon Go, Facebook, Murakami, Google und Jay-Z. Fangen wir mit Pokémon Go an. Ich habe es ja gestern schon im Daily gehabt und es ist auch so eingetreten. Seit Montagabend, deutscher Zeit, sind die Arenen außer Kraft gesetzt. Es ist ein großes Update am Laufen. Und nun sind auch Details bekannt geworden. Es wird ein komplett neues Arena-System geben. Sprich, es wird nur noch 6 Pokémons möglich sein, in einer Arena zu platzieren. Diese können auch nicht mehr identisch sein. Also wenn da ein Pokémon einer Art drin ist, kann nicht ein zweites der gleichen Art da rein. Gleichzeitig, das erste Pokémon ist auch immer das erste Pokémon und nicht das schwächste ist das erste Pokémon, gegen das man kämpft. Man wird mit einem Raid-Kampfsystem auch zusammen im Koop kämpfen können. Es wird neue Gegenstände geben und es wird Arena-Orden geben. Was sich alles dahinter versteckt, das ja, kann man nur daraus vermuten oder rauslesen, sich ein paar Screenshots angucken. Die richtige Action ist dann wirklich erst, wenn es live ist und man dann wirklich entdecken kann, wie funktioniert das, macht das auch Spaß. Und ja, wer sich Details dazu anlesen möchte, als Pokémon Go-Spieler, dem empfehle ich den Artikel vom stadtbremerhaven.de Blog. Den haben wir natürlich in den Shownotes auch verlinkt, falls Interesse ist. Was auf jeden Fall jetzt schon am Start ist seit kurzer Zeit, ist die Möglichkeit jetzt in Facebook in den Kommentaren nicht nur mit Text und Emojis zu kommentieren, sondern auch mit animierten GIFs. Ja, ob man das nun unbedingt braucht oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Es wird wahrscheinlich 2 Extreme geben. Leute, die sich absolut darüber freuen, dass sie endlich witzige, bewegte Katzen-GIFs als Kommentar in Facebook einsetzen können. Es wird Leute geben, die denken, tja, ich habe schon keine Lust, wenn Emojis benutzt werden zum Kommentieren und jetzt auch noch animierte GIFs. Naja, so oder so, probiert's mal aus. Eure Freunde werden sich dann entweder freuen oder genervt sein. Ich bin mir sicher. Wenn wir aber bei Facebook sind, gehen wir auch mal direkt zum Facebook Messenger rüber. Denn da hat sich auch was getan. Es gibt neue Effekte. Und zwar Effekte von Takashi Murakami. Das ist ein japanischer Pop-Art-Künstler, den ich auch selber sehr schätze, wo ich schon auf unterschiedlichen Ausstellungen war und auch ein paar Sachen hier daheim habe. Der hat auch Figuren entwickelt, Mr. Dob, Smiling Daisies und Pink Octopus. Und die alle wurden jetzt in Zusammenarbeit mit dem Museum of Contemporary Art in Chicago zusammen verwurstet und in Facebook Messenger Effekte verwandelt. Die könnt ihr jetzt einsetzen. Ob ihr da Spaß dran habt oder nicht, probiert es einfach aus. Ich habe auf jeden Fall da Spaß dran, weil wie gesagt, ich mag die Kunst vom Murakami. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber naja. Wie gesagt, probiert es aus, wenn ihr Spaß dran habt. Mal zu einem ganz anderen Thema. Das ist das maschinelle Lernen oder auch hier künstliche Intelligenz. Und da hat Google nun eine API veröffentlicht zur Objekterkennung. Die benutzt Google selber schon zur Bildersuche, für Street View und auch in den Nest-Kameras. Und dieser TensorFlow Object Detection API API, diese ist nun als Open-Source-Projekt von Google freigegeben werden. Also andere können das jetzt auch nutzen, weiterentwickeln. Tolle, spannende Sache. Kann ich halt nur gutheißen, auch wenn sowas offen zugänglich ist. Denn da können ein paar kluge Köpfe vielleicht was Schönes rausbasteln. Letztes Thema für heute. Der Rapper Jay-Z hat ein neues Album angekündigt. Das war schon geteasert in den letzten Wochen und es heißt 444. Man wusste nicht genau, ja, wann kommt es, wie kommt es. Und das ist jetzt klar, es kommt am 30. Juni. Und jetzt kommt's, es ist wieder ein Exklusivalbum. Und dieses wird auf Tidal veröffentlicht. Das ist der Streamingdienst, der, also dem Jay-Z gehört. Umgekehrt, also Jay-Z gehört Tidal und diverse andere Musiker. Und die haben eine Exklusivität. Es ist nicht bekannt, ob das jetzt eine komplette Exklusivität ist oder vielleicht nur beschränkt. Und ja, die Thematik Exklusivität bei Veröffentlichungen, die schwappt ja regelmäßig hoch und ist eigentlich keine schöne Sache, weil im Regelfall hat man eigentlich einen Streaming-Dienst abonniert und nicht mehrere und steht so oft einfach mal da und hat nicht den Zugriff auf das Album, was man haben will. Ja, in Amerika geht es jetzt noch einen Schritt weiter. Also Tidal hat erstmal Exklusivität und gleichzeitig hat Jay-Z auch noch eine Kooperation mit Sprint angegangen. Sprint ist ein amerikanischer Mobilfunkanbieter,
der praktisch viertgrößte, glaube ich, also eigentlich auch eher ja, der kleinste so gesehen von den großen. Und ja, die haben halt auch Zugriff darauf und bieten dann eine Tidal-Mitgliedschaft an für umsonst für einen bestimmten Zeitraum und dementsprechend kann natürlich auch das Lied dann, nicht nur das Lied, also das Album sich angehört werden. Und Jay-Z hat ja schon damals mit seinem letzten Album Magna Carta mit Samsung damals eine Exklusivität gehabt für eine kurze Zeit, dass Samsung Galaxy-Benutzer sein Album umsonst runterladen konnten. Also der macht da schon relativ viel. Aber ja, Ende der Geschichte ist, lange Rede, kurzer Sinn hier, wieder Exklusivität. Wir wissen jetzt nicht, was da wirklich passiert und müssen einfach mal gucken, was wirklich am 30. dann los ist. Und ansonsten, jeder, der das Album haben will, der wird auch so oder so einen Weg drumherum finden und eventuell lernt die Streaming-Dienste dann ja irgendwann auch mal, dass sowas echt nicht kundenfreundlich ist. Ja, jetzt habe ich aber echt lange über das Thema geredet und damit sind wir aber auch schon am Ende für heute. So viel ist nicht passiert, von daher, ich wünsche euch einen schönen Start in den Dienstag. Ich hoffe, euch morgen wieder zu hören. Und bis dahin, sag ich mal, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.